Fraktion Peter Boringer. Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Ja, man darf die Frage stellen, warum dieser Bundestag einen Nachtragshaushalt debattieren muss, der a. verfassungswidrig ist, der wahrscheinlich gar nicht mehr verabschiedet werden wird und der angeblich ja auch überhaupt nicht benötigt wird. Minister Cookies hat ja eben gesagt, es sei eine Option, ein nice to have. Herr Minister, ich gratuliere Ihnen auch zum Amt, zum neuen Amt und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Doch das hier ist ja gar nicht der Punkt, diese Option, die Sie aufgemacht haben. Die Schuldenprobleme der rot-grün-gelben Altregierung im Haushalt 24 sind ja nicht seit November weg, nur bei Rot-Grün sie nun einfach irgendwie mit unerwarteten Mehreinnahmen zuschüttet. Also die riesigen Subventionszahlungen an Energiewende-Profiteure wegen der verfehlten CO2-Politik und das explodierende Bürgergeld wegen illegaler Zuwanderung und hausgemachter Wirtschaftskrise. Beides zusammen kostet Deutschland über 70 Milliarden Euro. Hinzu kommen eventuell auch noch Krisen- und Ampelpolitik bedingt geringere Steuereinnahmen im November und Dezember. Herr Finanzminister, Sie haben heute im Ausschuss nicht explizit ausgeschlossen, dass die Mittel trotz der nun nicht benötigten Intermilliardensubventionen am Jahresende nicht reichen. Es ist also weiterhin zumindest möglich, dass 2024 ein Fehlbetrag im bislang dafür nie genutzten Kontrollkonto einfach untergehen könnte. Doch natürlich hat das so oder so Folgen. Es spielt keine Rolle, egal ob Sie die Schulden direkt im Haushalt machen oder ob Sie sie in einem Nachtragshaushalt oder in einem Kontrollkonto machen und ob sie dort auflaufen. Für die Steuerzahler stehen 2024 mindestens 39 Milliarden Euro Neuverschuldung zu Buche. Daran ändert sich nichts. Und natürlich sind auf offene, ebenso wie auf gegebenenfalls zunächst versteckte rot-grüne Kredite Zinsen und Tilgung zu leisten. All das sind die Steuern von morgen wie immer. Vor 8 Wochen sagte ich hier im Plenum zu Herrn Lindner, es ist unseriös, Milliardenausgaben systematisch zu gering zu veranschlagen. Zitat von vor 8 Wochen. Und heute hat die FDP im Haushaltsausschuss einen Antrag eingebracht, in dem genau dieses von mir damals vermutete, systematisch zu niedrige Ansätze von Ausgaben durch die Bundesregierung nun tatsächlich schwarz auf weiß, fast wörtlich gleich von Ihnen, genauso festgestellt wird, die Ausschussdrucksache 7299. Liebe FDP, das ist geradezu absurd ehrlich, welchen Unterschied eine Woche ausmacht. Dem neuen Finanzminister kann man nur sagen, lieber Herr Cookies, die finanzielle und ideologische Erblast der Ampel ist schon recht schwer. Überlegen Sie sich gut, ob Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, 2025 wirklich weiterhin Finanzminister unter einem absehbar ebenso ausgabefreudigen Rüstungs- und CO2-Kanzler Merz bleiben wollen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Florian Ostner für die